Er ist am Ball, Spielführer seiner Mannschaft, gut zu erkennen an der Armbinde und wurde fast lebendig, wurde zum besten Spieler seiner Mannschaft. Schlag auf Schlag. Ein Alleingang von Bast, der vor allem durch sein Durchsetzungsvermögen wertvoll für die Rot-Weißen ist. Zwei Minuten später wieder Dürre, ein Fürbild an Fleiß und Einsatzfreude. 2:0 durch Bast. Auch dieses Tor sehen Sie noch einmal in der Zeitlupe. Lund, irritiert durch seinen Kopfballversuch, die Karlsruher Abwehr. Bast platziert im fallenden Ball genau neben dem Pfosten. Sonderbeifall einbrachten, immer anspielbar und mit brauchbaren Flanken.
wie hier für Dieter Bast. Aber Essens stürmische Angriffe scheitern bei Bernhard Becker. Und dann die 82. Minute, das ist wieder Bast. Er war kaum noch zu stoppen in dieser Phase. Burgsmüller ist da mit dem Kopf und mit 5:1 führt Rot-Weiß Essen. Damit stand das Ende.